Wir haben erst gerade einen Tag im Gefängnis verbracht, in der JVA Witzwil, und haben dort den Häftling John einen Tag lang begleiten. Das allererste Mal im Gefängnis habe ich jemanden schreien und die Angst gehabt, ich habe das Gefühl, es bringt sich jemand um und du bist dann einfach dort in der Zelle. Ihr habt Fragen gestellt in den Kommentaren und ich gehe jetzt mit diesen Fragen nochmal zum John. Nachdem wir die Reportage veröffentlicht haben, sind ja recht viele Kommentare reingekommen. Bist du ein bisschen schauen, was reingekommen ist? Ja, gestern, als ich in der Berufsschule war, bin ich schauen. Ja. Okay, was hast du so gedacht? Mega stumm waren, mega positive Kommentare. Ja, es hat mir mega Bestätigung gegeben und auch so ein bisschen Kraft jetzt. Als der letzte Mal gekommen ist, bin ich im Hoch gewesen und jetzt ist gerade so eine Phase, die wieder etwas schwieriger ist. Es tut auch mal gut, weil eben hier innen dreht es recht schnell mal. Und das sind so Ermutigungen, die einem gut tun. Ja. Also kommen wir mal rein. Der Matthias fragt, was ist der häufigste Haftgrund in Witzwil? Das ist mega schwierig. Ich kenne die Zahlen nicht. Ich habe das Gefühl schon, Geldbussen. Mhm. Mhm. Und so kleinere Kriminalität, Diebstähle und so. Ja. Redet ihr denn hier so untereinander, warum ihr im Gefängnis sind? Ja, grundsätzlich, früher oder später, mit den Leuten, die man meistens zu tun hat, kommt man irgendwann auf die Frage, wieso bist du eigentlich da? Ja. Und es geht auch schnell mal um, der ist wegen dem da, gerade wenn es ein heftiges Delikt ist, dann ja. Okay. Ist das recht im Gerät schnell. Die Person J schreibt, er hat gesagt, in einem Männergefängnis muss man sich so behaupten. Und dann fragt sie, wie sind die Reaktionen auf dein Zimmer gesehen? Weil es so liebevoll gemacht ist und nicht so nach Stereotyp männlich aussieht. Ja, die Reaktionen waren jetzt nicht mal so gross wertend. So irgendwie. Also ich weiß noch, einer der hat wirklich, der hat genau auf das reagiert, so ein bisschen, aber nicht negativ, einfach so, ja, yeah, ich finde es lustig, weißt, wenn man so Knast denkt, so Poster mit so Frauen oder irgendwie so voll die Rapmusik und so, und bei dir kommt man rein und es ist irgendwie so wie ein Blümchen, hat er gesagt, ja. Das ist, aber nein, irgendwie nicht, ja, nicht negativ explizit. Okay. Nächste Frage, wie hast du die U-Haft überstanden? Was hat dir Hoffnung gegeben und Durchhaltevermögen? Ja, in der U-Haft habe ich zeitweise wirklich einfach funktioniert. Mehr oder weniger. Aber wirklich Hoffnung gegeben oder Kraft gegeben. Meine Familie, meine Schwester, die eine, die mich praktisch jede Woche besuchen kann. Genau. Und halt Träume, einfach an meinen Träumen festhalten. Dann gibt es eine Frage zum Fußball. Wie begegnen Teams in dieser Firmenliga eurem Team? Wie reagieren die auf das Team? Ja, die Firmenliga ist ja schon länger am Laufen und grundsätzlich kennen sie den Ablauf, wie sie ist, gegen uns zu spielen. Es hat leider bei uns Leute, die nicht immer so fair spielen und sie wissen das. Es ist aber lustig für mich, wo nicht irgendwie gewalttätig bin, wenn einer mir ankommt und merkt, oh sorry, die haben nachher wirklich das Gefühl, dass ich auf sie losgehe. Und ich bin so, hey, ist gut, ist Fußball. Eine Frage nochmal von dieser Person J. Wie lange dauert es, bis man das erste Mal am Wochenende raus darf? Es kommt immer ein bisschen darauf an, wie lange die U-Haft war. Also jemand, der irgendwie 3 Jahre in U-Haft war, das dauert dann länger, bis jemand, der inhaftiert wird, bis er dann mal raus darf. Aber grundsätzlich, ab dem Moment, wenn man hier im offenen Vollzug ist, nach Verbüssen von 1/6 der Haftstrafe und Minimum 3 Monate. Also jemand, der irgendwie 3 Jahre eine 3-jährige Haftstrafe hat, muss logischerweise sicher mal ein halbes Jahr warten. Und dann muss man das, kann ich mir vorstellen, beantragen? Genau, es ist nicht in jedem Fall. Es ist gleich zum einen die Behörde abgestufte Urlaub. Das heisst, zuerst mal 5 Stunden, 12 Stunden, 36 Stunden. Es gibt welche, die haben konstant 12 Stunden, weil die Behörden sagen, das ist gefährlich, wenn man das ein Wochenende rauslässt. Ja, genau. Es ist eine Frage von dieser Person Skirox, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Was ist die Konsequenz, wenn man sich am Oben nicht rechtzeitig in der Zelle befindet, sondern noch irgendwo auf dem Gelände? Ja, ich kenne jetzt den ganz konsequenten Katalog nicht auswendig. Das ist jetzt etwas, das noch nie vorkam. Es gibt Leute, die irgendwie noch 1 Minute, 2 Minuten später aufrennen, weil sie unten in der Küche etwas am Machen sind. Aber in einem Mal, das ist dann nicht irgendwie, es gibt eine Verwarnung. Ja.
Der Basil fragt, gibt es einen Hygienestandard vom Zimmer und sich selber, den man einhalten muss? Also ich nehme an, musst du regelmässig aufräumen und musst du regelmässig duschen? Ich nehme an, das ist die Frage. Ja, also bei der Zellwohnung ist klar, dort gibt es eine Busse von 5 bis 20 Franken. Mhm. Dort gibt es Zellenkontrollen, nicht auf Drogen und Handy, sondern auf Sauberkeit explizit jeden Donnerstag, das war jetzt heute Morgen gewesen. Wo sie durchlaufen und schauen, hast du Geschirr in deiner Zelle, ist das WC, wo sie ins Bett gemacht. Und ich denke, die Leute zahlen jede Woche 5, 10 Franken, weil sie einfach nie sauber haben. Hast du schon mal müssen zahlen? Nein, ich habe mal eine Verwarnung bekommen, weil ich das Fenster offen gelassen habe während der Heizperiode. Okay. Auf das schauen sie auch so. Energie. Dark Red Tulip fragt, bekommt ihr auch eine psychologische Betreuung? Ja, es gibt den FPD hier, den Forensisch Psychiatrischen Dienst, der bietet psychologische Betreuung an. Und es gibt Leute, die müssen eine Therapie besuchen, weil sie dazu verurteilt sind. Hm. Marslav fragt, verdient man als Lehrling im Gefängnis auch Geld oder startet man wirklich so mit nichts, wenn man die Strafe abgesessen hat? Allgemein verdienen wir hier Geld. Wir bekommen Geld für die Arbeit, die wir machen. Das ist jetzt nicht ein Haufen. Das ist, dass man im internen Kiosk so Zigaretten kaufen und Schocke, etwas zum Kochen. Dass man auch Geld hat für die Urlaube. Und dann gibt es so eine Kontoaufsplittung. Das ist, glaube ich, 60%, die zu deiner Verfügung sind. Und 40% gehen auf ein Zweck- und Sperrkonto. Das ist, dass du, wenn du entlassen wirst, dann bekommst du das Geld. Also du musst nicht gerade schwarz fahren, du musst nicht gerade im Migros etwas klauen, sondern du hast ja, in der Regel nach einer dreijährigen Strafe, das sind nie vielleicht, was sage ich jetzt, 3'000, 4'000 Franken, die du hast. Ja. Okay. Dann ist eine Frage reingekommen, was macht dir Freude im Alltag im Gefängnis? Gibt es irgendwelche Vorteile zu draussen? Vorteile zu draussen? Ja, ich weiß nicht. Es hat halt irgendwo, man hat so seine Ruhe, man ist für sich, man ist nicht in dem ganzen Trouble, wie Leute, die draußen sind mit dem Handy und in dem schnellen Leben. Mhm. Die Welt dreht sich langsamer hier, manchmal zu langsam, aber ich glaube, das ist etwas, was einem draußen zeitweise sehr, sehr selten, aber vielleicht mal könnte ich fehlen sogar. Mhm. Hast du je darüber nachgedacht, abzuhauen? Ja. Wirklich? Ja, also gerade als ich in U-Haft bekomme, ich habe auf der Baustelle geschafft oder ich habe Häuser gebaut in dem Sinn und ich dachte, komm, ich weiß doch, ich komme doch irgendwie hier raus und ich habe dann wirklich geschaut, ja. Aber das ist halt so ein bisschen, ja, das ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, zwischen Verzweiflung und naiv. Also, und hier nachher so oder so nicht im offenen Vollzug. Und die letzte Frage ist noch, könntest du der Familie vom Opfer entgegentreten und Reue zeigen? Also könntest jetzt in deinem Fall könntest du den Personen, wo du eingebrochen bist, könntest denen gegenüber treten und Reue zeigen? Ja, könnte ich. Und wünsche mir eigentlich auch, ich fühle mich dort in diesem Bereich so ein bisschen, ja. Das ist so ein Punkt, der für mich, wo es fast wie nicht abgeschlossen ist. Es waren nicht Privathäuser, so viel sage ich dazu, wo ich beeinbrochen habe. Doch vielleicht der eine oder andere Person ein Sicherheitsgefühl genommen. Und wenn sie mich vielleicht sehen würde, weil ich weiß ja nicht, was die Leute in ihrem Kopf nachher haben. Das war ein Einbrecher, vielleicht war es bewaffnet. Oder und auch allgemein, dass ich da könnte mich äußern dazu und auch mich entschuldigen. Ja. Das war die letzte Frage gewesen. Danke vielmals. Dir, gerne. Wenn du noch mehr solche Reportagen sehen willst, keine willst verpassen, dann abonniere jetzt den SRF Impact.